Hallo Reisefreunde, warum sitze ich mit einer Regenjacke hier? Weil sie mich wahrscheinlich hier drinnen trockener hält als auf unserer Tour zum Brocken, beziehungsweise auf der Rücktour. Wir sind von Schurka gestartet und sind auf den Brocken hochgewandert. Dort war noch alles in Ordnung. Und auf dem Rückweg seht ihr, warum diese Jacke mich überhaupt nicht trocken gehalten hat. Viel Spaß. Nach einem kurzen Intro geht's los. Da ich immer schon gern einmal auf dem Brocken wandern wollte und bisher nur zweimal mit der Brockenbahn hochgefahren bin, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, haben wir es diesmal dafür entschieden, die Brockenbesteigung anzugehen. Gestartet sind wir diesmal in Schürke. Der Wanderparkplatz in Schürke ist gebührenpflichtig und befindet sich aber direkt am Eingang zum Nationalpark bzw. an der Brockenstraße. Die genaue Anfahrt und die Tour findet ihr wie immer in der Videobeschreibung zum Nachwandern. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier noch nicht im Besitz unserer schönen Harzer Wandernadel-Stempelhefte befunden. Und mir blutet das Herz zu sehen, wie ich diesen Flyer abstempeln muss. Unser Sägesteig-Video, also praktisch die Entjungferung unseres Harzer Stempelpasses, findet ihr oben in der Infobox. Um den Brocken herum sind viele bzw. das meiste des heimischen Fichtenwaldes durch den Borkenkäfer abgestorben und es sieht teilweise wirklich aus wie in einer Geisterlandschaft. Die Südroute von Schürke führt über den Eckerlochstieg, welcher nur für Fußgänger geeignet ist. Es ist der steilste und unwegsamste Weg zum Gipfel, da große Granitbrocken auf dem Weg liegen. Alternativ kann man anstatt des Eckerlochstieges auch die Brockenstraße nutzen, welche nur für zugelassene Fahrzeuge befahrbar ist, Versorgung des Brockenhotels oder des Brockenrestaurants. Diese haben wir auf dem Rückweg in Anspruch genommen, da, wie im Intro schon erwähnt, der Regen so stark war, dass wir persönlich uns nicht getraut haben, nochmal den Eckerlochstieg bergab zu gehen. Im Allgemeinen und wenn man ein bisschen gut zu Fuß ist, Trittsicherheit hat und auch das entsprechende Schuhwerk besitzt, würde ich persönlich immer den Aufstieg über den Eckerlochstieg bevorzugen, anstatt die Brockenstraße zu nutzen, da er einfach viel abwechslungsreicher ist und einen herrlichen Blick über die Landschaft ermöglicht. Wenn euch das Video bisher gefallen hat und ihr keine Reisevideos mehr von mir verpassen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Nach einer ca. 3 Kilometer langen Wanderung und ca. 340 Höhenmetern verlassen wir nun den Eckerlochstieg und biegen auf die Brockenstraße in Richtung Gipfel ein. Dort erwartete uns auch schon langsam der Nebel, für welchen der Brocken doch recht berühmt ist mit seinen ca. 300 Nebeltagen im Jahr und welcher die Sichtung des Brockengespenstes immer wieder ermöglicht. Die meisten werden sagen, das Brockengespenst sei nur eine optische Täuschung, wenn man direkt in die Sonne durch den Nebel schaut, aber überzeugt euch am besten selbst davon bei einer Tour auf dem Brocken. Nachdem wir die Knochenbrecherkurve hinter uns gelassen haben, konnten wir auch endlich einen ersten Blick auf den Gipfel erhaschen. Unser erstes Ziel auf dem Gipfel sollte eigentlich die Touristinfo werden, welche leider schon geschlossen hatte, da wir dort schon unsere Stempelhefte kaufen wollten, welche wir ja dann erst in dem Schürke-Video in Stolberg kaufen konnten. Somit haben wir uns entschieden, erstmal eine kleine Pause zu machen und uns bei Kaffee und Roster zu stärken. Ja, auch auf dem Brocken gilt, der Preis ist heiß, aber was tut man nicht alles bei, ich schätze mal 7 Grad für ein warmes Getränk, deswegen, ja, es ist halt einfach eine Touristenregion und dementsprechend sind auch die Preise. Nach ca. 6,5 Kilometern und 500 Höhenmetern haben wir es geschafft und den mit 1142 Meter höchsten Berg Sachsen-Anhalts, Norddeutschlands und des Harzes erklommen.
wir an diesem Tag schon spät dran waren und auch der Wetterbericht etwas Regen, was einer totalen Untertreibung gleichkommt, vorausgesagt hat, haben wir uns dann auch relativ schnell auf den Rückweg gemacht. Jetzt mal noch ein paar Fakten zum Brocken. Und zwar kommen jedes Jahr ungefähr 580.000 Touristen auf den höchsten Berg Mitteldeutschlands. Es ist übrigens auch der einzige Berg im deutschen Mittelgebirgsraum, welcher über der Waldgrenze liegt. Und bei sehr guter Sicht kann man sogar den 224 Kilometer entfernten Fichtelberg sehen. Die Grenze zu Niedersachsen liegt nur 2 Kilometer vom Brocken entfernt, dadurch war aber der Brocken zu DDR-Zeiten Sperrgebiet, militärisches Sperrgebiet seit 1961 und konnte erst ab dem 3. Dezember 1989 wieder für die Allgemeinheit geöffnet werden. Seitdem wurde viel Geld in die touristische Entwicklung des Nationalparks und des Brockens im Allgemeinen gesteckt, welches sich auch durchaus gelohnt hat. Und an die Friedliche Revolution von 1989 erinnert oben noch ein Gedenkstein. Uns war der strömende Regen dann irgendwann egal und wie man sehen kann, hat meine Regenjacke versagt, aber wir haben uns die gute Laune nicht nehmen lassen. Buggy, unser Hund, war da ein leuchtendes Vorbild, der da mit einem Enthusiasmus noch durch den Regen gesprungen ist. Wir haben dann unseren Schritt doch etwas beschleunigt, aber um dann endlich wieder zum Auto zu gelangen. Vollkommen durchnässt, aber glücklich, dass wir es geschafft haben, hieß es dann am Parkplatz in Schirke erstmal Klamotten trocknen und dann die Reise nochmal gedanklich auf der Autofahrt Revue passieren lassen. Das war sie also nun, unsere Reise zum Brocken. Wir hatten viel Spaß und haben uns auch unsere Laune durch das Wetter, wie ihr sehen könnt, nicht verderben lassen. Es hat schon extrem geregnet. Dadurch waren aber auch nicht so viele Leute unterwegs, war wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass wir doch relativ spät erst gestartet sind an dem Tag und dass der Gipfel total im Nebel lag. Man konnte oben also so gut wie gar nichts sehen. Ansonsten kann ich euch eine Tour zum Brocken nur empfehlen. Wenn ihr gut zu Fuß seid, nutzt den Eckerlochsteg, es lohnt sich wirklich, es ist sehr, sehr sehenswert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten findet ihr das Video zu unserer Tour am Selkefall hier oben, könnt ihr euch gerne mit anschauen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwandern. Wie gesagt, das Streckenprofil von Komoot findet ihr unten in der Infobox. Und wir sehen uns zum nächsten Video und euch wünsche ich viel Spaß auf eurer nächsten Tour. Ciao, ciao.